Wir wollen hier und heute eine Brücke bauen zwischen dieser klassischen Kraft der freien Rede, des Speaker's Corner und jeder neuen Kraft, dem Internet und seinen technischen Möglichkeiten, Dialoge global in Echtzeit und veröffentlicht, wirklich öffentlich zugänglich zu führen. My hope that if enough people are inspired by what happens here today, that perhaps some of you might begin to think, isn't it time that Berlin had its own permanent speaker's corner? We do know that so long as people are talking to each other, sharing ideas, finding agreement, and where there is no agreement, agreeing to differ, so long as they are doing those things, there is hope that democracy will take root and flourish. Ein neuerlicher Lockruf. Die Verneinung der Frage einer Schuld. Am Nasenringe durch die Hinterhöfe gezerrt sei. Dann stehen wir ohne Sterne. Unglaublich! Ja, unglaublich. Die Politik wird immer komplizierter und wir sind in der Gefahr, dass die Gesellschaft zu einer Apathie, in eine Apathie fällt. Frau Linde ist Jahrgang. Ich bin 1918 geboren. Da kommt eine Dame auf mich zu und schenkt mir eine Blume. Also man darf alten Menschen, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, Blumen schenken, meine Damen und Herren. Das Heim ist nicht schlecht. Sie dürfen hier sagen, was Sie wollen. Sparen Sie sich die Floskeln. Ja, ich möchte sagen, das Essen könnte mittags mal ein bisschen anders sein. Jawohl! Was sollen die Spielregeln der Rede- und Meinungsfreiheit sein in einer Welt, wo alle tendenziell zu Nachbarn werden? Und ich will Sie jetzt provozieren. Wir meinen, also unser Vorschlag ist, dass es eigentlich kein Tabus geben soll. Es kann doch nicht sein, dass niemand irgendwas zu sagen hat. Das kann gar nicht sein. Ich halte es für richtig, dass in Deutschland Holocaustleugnung und andere Themen gesetzlich tabuisiert sind. Wenn mein Vater, der nicht sozusagen Digital Native ist, ins Internet geht, gibt er die Internetadresse, die er bekommt, nicht in die Adresszeile ein, sondern bei Google. Freedom of. Hören Sie gut zu. Freedom of. Er läuft eine ganze Strecke hinter Talat her, läuft über die Straße auf ihn zu und schießt. Doch bald wird ein Sturm über uns fegen. Wenn ich jetzt eine Zahl nenne, dass jährlich etwa 10 russische Journalisten zum Tode kommen wegen ihrer politischen und journalistischen Tätigkeit, dann ist das keine Fantasie, das ist die Wahrheit. Im Jahre 2001 war die damals freie russische Fernsehkanal NTV zerschlagen und die Literaten, Journalisten, Publizisten, die haben nur einen Platz für sie gefunden, wo sie ihre Worte frei äußern konnten. Und das war Internet. Mir liegt eins am Herzen besonders, dass wir unsere Angst ablegen. Es geht darum, Feindbilder abzubauen. Es geht darum, Toleranz auszuüben im Alltag. Einander zu erkennen und zu sehen und nicht irgendwelche Vorstellungen auszuleben, wie der andere vielleicht sein könnte, ohne dass wir wirklich Kontakt mit diesen Menschen haben. Wir müssen ein neues Berlin schaffen, ein neues Deutschland und im Endeffekt müssen wir ein neues Paradigma der Welt einleiten und zwar eine Vergebung. Eine Vergebung der Schuld, wie auch immer wir das ausdrücken, eine Vergebung der Sünde, wie auch immer. Es geht nur darum, frei zu sein und ich bitte alle darum, im Herzen zu spüren, was denn jetzt für ein Gefühl da ist. I have come to realize that we have similar issues that actually and really need a change. Female genital mutilation has kept women quiet. With education, we can liberate our minds. With education, we can change the way we think. With education, we can change perception. Was passiert eigentlich, wenn tatsächlich alles zusammenkracht, so wie Sie es prophezeien? Wenn die ganze Scheiße zusammenkracht, soll mich das nicht weiter stören? In rüdem Tonfall wird laut. Sie sollen nicht nachdenken, Sie kleines Kanzlerpüppchen. Dieses Scheißvolk hat schon oft gezeigt, dass es die Autorität frisst, die auf den Tisch kommt.
und ruinier, ruinier, was mal schön war.